Und dann der Formel 1 Grand Prix von Großbritannien 2012. Herzlich willkommen zurück. Grüß Gott, alle zusammen. Ja, der Kane war ja hier sehr, sehr offiziell. Ja, Wollte schon muss fast ja auch sagen mal sein. öffentlich, aber öffentlich ist das ja sowieso. Weil wir uns ja hier in der Öffentlichkeit preisgeben auf das YouTube. Ja, wir ermuntern uns immer an dem Gedanken, es gibt ja Schlimmere wie uns. Genau. Was? Was soll es auch noch geben? Ja, aber nicht unsere Zuschauer, die sind die Besten. Omen. Geschleimt. Hui, Regen. Wow, geil! Silverstone, wie es leibt und lebt. Und in Farbe. Hier in Silverstone, es sei geraten, nicht während der Safety-Car-Phase in die Box zu fahren, weil ich das gerade so gesehen habe. Ist auch ein Bug im Spiel. Ein schon bewusst, ein bekannter Bug. Ja. Weil man während der Boxeneinfahrt das Safety Car überholt und dann natürlich disqualifiziert wird, weil man das Safety Car überholt hat. Das Ja. ist, ja. Logik. Omen. Ja. Doch genug geohmt. Genau, Auf ich das würde Strecke. sagen, wir nehmen wieder viel Sprit mit. Und dann, viel schlechter kann das Wetter ja nicht mehr werden. Mich verstört Wir immer so ein werden die bisschen, wenn ich gewünschten aus der Änderungen Box fahre, auf dem vornehmen. Lenkrad Die steht Strecke ist im MF. Moment feucht. Wo? Mach dich mit den Bedingungen vertraut, Na bevor du bitte. anfängst zu Über pushen. diesen Kreis, über den Pferd. Ach da. Mensch, hast du gute Augen oder einen großen Fernseher? Weißt du, Leute mit Röhrenfernseher, die würden das nicht mehr erkennen. Ja. Dann gib uns nochmal Aufklärung, warum dich das erschreckt. Weil es gibt ja viele Zuschauer da draußen, die blicken. Dann erklär mal. Ich hab doch, du willst erklären. Ich bin im Erklären scheiße. Das weißt du. Also, MF ist unser Kollege, der mit uns ständig bei GT5 Rennen fährt. Während ich gerade wunderbar abgeschossen wurde. Das in der Boxengasse. Deshalb. Nee, nee, erste Kurve nach der Ach so. Boxengasse. Da hat mich, glaube ich, gerade ein Lotus ziemlich über den Haufen gefahren. Ja, Kimi wahrscheinlich. Mir doch wurscht. Ja, du stehst im Weg, ich fahre meine Linie. Get fuck, get the way. Egal. Piep! Out of the way! Oh ne, get out of the Piep way! So war's. Kimmys logische Antwort: Shut up! Shut up, shut up, shut up! I know what I'm doing. Halt dir das Haus anders. Weißt du, Ja. mir ist spontan eine Witzidee, was richtig geil kommt. Ja, die Strecke zu sehen, das käme bei mir mal geil, weil ich hab grad nicht mehr gewusst, wo es lang geht. Nein, ich meine, da wir gerade von Kimi reden, Ja. wir mögen beide ja ganz, ganz gerne Tugend. Ja. Und die Machen von Tugend sollen einfach mal ein Kimi-Special rausbringen. Glaub, das käme Ja. richtig geil. Ja, das Problem ist, die Macher von Toon sind auf McLaren bezogen. Ja, ich weiß. Wobei mich ja mal interessieren wird, sollte es wirklich zu dem Wechsel kommen von Alonso zu McLaren, der ja von manchen Medien schon angekündigt wird. Vielleicht ist das ja auch schon. Vielleicht ist das auch schon, das wissen wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Fernando Alonso in Toon, das kommt, da gruselt's mich, da schaudert's mich eher. Das ist wie Kimi trinkt nur alkoholfreie Getränke, so passt nicht zusammen. Ja.
Wie man sieht, es ist durchaus schwierig, ein Gefühl für, zu bekommen für die Strecke. Wir sind 2 Sekunden dahinter. Sektor 2. Oh, Mann, ich krieg Beckett's nicht. Ich bin 3 Sekunden dahinter. Mit Ausflug. Iceman ist im Moment Fünfter. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn es auch nicht trockener wird. Wie kommst du denn jetzt darauf? Fürs Rennen übrigens, das hat man vielleicht vorhin kurz mal gesehen. 97% angekündigt, boah. Jetzt habe ich einen Abflug gemacht wie Kobayashi mal. Gerade auch hier in Silverstone. Ich glaube, das war gerade 2012. Was? Strafe? Hallo, ich bin neben der Strecke? Du wurdest um 10 Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt. Bankalarm! Ich meine, irgendwie muss ich ja wenden. Ich kann ja einfach im Kies liegen bleiben. Oh Mann. Ja, da schien es einen Aufwärtstrend zu geben, der ist somit gestoppt. Huch. Ja, wieder die Konzentration finden. Jetzt zählt es das Bestmögliche aus dem Qualifying hier noch rauszuholen. Ja klar, jetzt werde ich auf der Geraden von Hülkenberg gedreht. Und bekommst eine Strafe, weil du einfach im Weg standest. Aber das kann so nicht sein. Ja, was will man machen? Für dieses Spiel sind die Arbeiten leider eingestellt von Codemasters. Ja. Es hilft nur, dass wir uns langsam hier auf den Regen endlich einstellen. Weil, wie gesagt, fürs Rennen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es nass ist. Wobei man der Wettervorhersage ich bisher nie trauen konnte im Spiel. Jetzt! Mann, Kimi! Kimi hat uns gehört und will sich jetzt rächen. Der bremst einfach vor mir direkt. Oh. Du bekommst deine Chance. Nein, ich habe natürlich keine Chance mehr auszuweichen. Trackfacts! Leg mal los. Ja, also Silverstone ist eine sehr traditionsreiche Strecke. Ist schon seit 1950 dabei. Mit einigen Unterbrechungen. Viele Umbauten und so. Andi? Stimmt, gerade der Teil bzw. Startziel ist ja neu, wo ich jetzt gerade vorbei bin. Das war ja mal die ehemalige Startziel, plus die erste Kurve hier. Der Innenteil wurde mal dazu gebaut, weil halt Geld da war. Und ja. Was ist so markant für Silverstone? Ganz klar, was mir schon immer gedacht hat, war das Regenrennen von 98, als Schumi in der Box gewann, weil er seine Strafe dort angetreten ist. Ja. Erst in der letzten Runde, weil er während der Boxeneinfahrt die Ziellinie überfahren hat, hat er das Rennen gewonnen. Und er hat sich an die Regeln gehalten, von dem her, ja. Verwarnung abkürzen, scheiße. Heutzutage wird ja viel mehr auf die Regeln geguckt. Du bist nur noch 5 Meter.
Und was fällt denn dir noch so ein an besonderen Ereignissen? 99, Schumi auch. Stimmt, Schumi Beinbruch. Genau. Stimmt, der hatte ja viele Ereignisse. Ja. Und dieses Jahr, also, wir hatten dieses Jahr hier gewonnen. Weiß ich nicht. Irgendwie weiß ich von dem Jahr gar nichts. Fällt mir gerade so auf. Ja. Irgendwie gerade immer die Jahre, in dem, in denen jemand früh Weltmeister geworden ist. Tut man sich doch etwas schwer, sich daran zu erinnern, wer welchen Titel oder wer wann gewonnen hat. Welchen Titel, ja. Man merkt, es fällt mir gerade schwer, mich zu konzentrieren, zumindest auf Sprechen zu konzentrieren. Weil es ja. Ist ja echt knifflig. Schwer zu fahren, auf jeden Fall, aber es macht irgendwie riesig Laune. Ja. Nach den letzten Runden liegst du auf Platz 12. Man bekommt ja auch reichlich Renn-Action bzw. Racing-Action zu sehen, weil ich bin ja jetzt wirklich seit Beginn des Qualifyings auf der Strecke und werde jetzt aufgehalten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel Sprit ich noch habe. Nicht mehr wirklich viel. Also für eine Runde langt mir es wahrscheinlich noch gerade so. Danach ist aber finito. Weil das Allerwichtigste bei den Bedingungen muss draußen sein und fahren, fahren, fahren. So viel wie nur irgendwie geht. Damit man einfach den besten Zeitpunkt erwischt von der Streckennässe, wobei es ja jetzt durchgehend nass war. Uah! Ja. Kane hat gerade einen Schreckmoment schlechthin überlebt. So hört sich's an. Ja, ich bin hier Maggots Baggots raus, ne? Auf die lange Gerade. Rosso war vor mir, Schumi langsam gemacht. Ich hab's nicht gesehen oder spät gesehen. Und wäre ihm fast hinten drauf. Na, ist auch teilweise schwierig mit den Regentropfen hier. Ja, und das graue Auto auf diesem grauen Hintergrund. Wie weißer Adler auf weißem Grund. Ja. Die ostfriesische Flagge. Ja. Hier machst du gerade Powerparking. Und ich habe mir gerade Power Sliding gemacht. Ui! Wer auch immer da wieder auf die Strecke kam, ich glaube es war Button, der war mir gerade mächtig im Weg und ich glaube das war's dann auch. Also das Qualifying für mich wird an dieser Position mal enden. Ich habe noch eine Runde. Ich muss nur freie Bahn kriegen. Ja, die hatte ich jetzt auch nicht mehr. Bedeutet momentan vorletzter Parkplatz, ja. Vorletzter Startplatz. Für mich. Für dich hoffentlich gleich noch was Besseres. Ja, hoffentlich. Nicht drehen! Da liegen Teile. Gedreht? Also, wir werden hinten sehr gut auftrumpfen. Wow! Hast du einen gedrehten Toro Rosso da vor dir? Da war einer hinter mir. Bin ich schon das vorbei. Naja, auch Strafe. Rosberg verpisst. Nur noch eine Minute. Nein, na,
Gut. Boxeneinfahrt genießen. Die Boxeneinfahrt ist ja auch, oder die Box an sich ist relativ kurz, weil sie allerdings eine kleine Fehlplanung hatten, von wegen Breite der Boxengasse, ist hier, oder war hier bis dieses Jahr das Tempolimit auf 80 km/h beschränkt. Ist ja jetzt nach überall. Ja, stimmt. Sorry. Wegen dem Vorfall mit Webers Rad im Nürburgring. Genau. Als er einen Kameramann traf, von dem man jetzt übrigens auch nichts mehr gehört hat. Finde ich auch ein bisschen schade. Und ja. So, ich habe gerade geguckt, Karte Kerne sitzt in der Box. Wenn der jetzt seine Zeit verbessert, dann hasse ich Codemasters. Okay? 16. Karte Kern hat nicht seine Zeit verbessert, aber trotzdem. Das ist doch mies. Also, mies. Weber auf Pole vor Schumi, Vettel, Kimi, Grosjean, Button, Hamilton, Kobayashi, Rosberg und Wern. Was haben wir falsch gemacht? Ja, ich glaube, das Auto war eigentlich bei mir ganz gut. Ich meinte mit den Saubers. Achso. Ja, Perez ist nur 14. Perez. Ja, gut. Das Auf und Ab geht weiter. Ich sag schon bis morgen. Ja, sag ich dann auch mal bis morgen und auf ein hoffentlich spannendes Rennen. Wir wissen selbst nicht genau, wie die Bedingungen werden. Und ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao.